Ich dachte, ich hätte Sodbrennen. Am dritten Tag zog sich der Schmerz bis zu den Schultern und ich hatte Probleme mit dem Atmen. Ich saß auf dem Sofa und plötzlich war ich nicht mehr in meinem Haus. Ich stand auf diesem Bürgersteig und schaute in dieses sehr helle Licht, aber das Licht blendete mich nicht. Ich ging nicht auf das Licht zu, ich stand nur dort. Ein älterer Mann ging langsam an mir vorbei. Da war kein Ton, es war völlig still. Ich hatte das stärkste Gefühl von Einsamkeit. Ich war wieder in meinem Haus und ich wusste, es war ernst, also rief ich 911 an, um Hilfe zu bekommen. Ich schaffte es ins Krankenhaus. Der Doktor sagte mir, ich hätte 3 Blockaden und nur 30% meines Herzens arbeiteten. Ich war am Rande des Todes. Besuche unseren Kanal, um viele weitere spannende Geschichten zu finden.